Diese brutale Bestie, die wir zu besiegen im Begriff sind, ist besser das Ende dieser kleinen Eskapade. Wir müssen uns darauf fokussieren, mich endlich nach Hause zu bringen. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Schlussendlich habe ich nun meinen Weg durch das Labyrinth in die Unterstadt gefunden. Sarabok dürfte ganz in der Nähe sein. Ich muss ihn finden, töten, damit all dies endlich vorbeigeht. Oh yeah. Wird sofort erledigt, Chef. Ja, das sieht sehr anders aus. Moment, ich will hier nochmal neu speichern. Was nehmen wir denn? 20. So, speichern. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird sofort erledigt, Chef. Fledermäuse. Das ist wohl eine Falle. So. Immer zu euren Diensten. Warum? Ist er da reingetreten? Was zum Teufel? Spricht wohl nichts dagegen. So. Mit Vergnügen! So, kriegen wir die irgendwie entschärft? Ja, anscheinend ja nicht. Achso, wir erleiden Schaden, wenn wir sie entschärfen wollen. Wie es aussieht. Okay. Hab den Wirt sofort erledigt, Chef. Dann vermeiden wir es erstmal, daran zu treten. So viel dazu. Meine Güte, ey, hier sind wieder überall Fallen. Moment mal, aber. In der Tat. Oh. Niemand sonst hätte es mit mir von Angesicht zu Angesicht aufnehmen können. Doch dies wird euch nichts nützen. Ich werde schließlich die Herrschaft übernehmen und in den Reichen wird ein neues Zeitalter anbrechen. Okay, das ist also Sarevok hier. Ihr seid verrückt. Was erhofft ihr euch davon, einen toten Gott wieder zum Leben zu erwecken? Es muss eine andere Lösung geben, Bruder. Wir können uns zusammentun und gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Ja, schön wär's, aber ich glaube, an dem Punkt sind wir schon vorbei bei ihm. Was gibt euch das Recht, diese neue Ära zu beanspruchen? Was, wenn ich gedenke, sie euch wegzunehmen? Euren üblen Machenschaften wird hier ein Ende gesetzt. Dieser Gott bleibt tot und ihr werdet ihm Gesellschaft leisten. Okay, eine andere Lösung? Seht ihr nicht, es gibt nichts Böses, das bekämpft werden muss, außer dem Bösen in euch selbst. Aber ich habe die Stimmen gehört, ich habe den Einfluss seines Schattens gespürt, er ist hier. Eure bösen Machenschaften sind alles, was mich jetzt interessiert, ihr kommt nicht lebend davon. Doch gemeinsam könnten wir uns dem Bösen entgegenstellen. Egal woher es kommt, gemeinsam wären wir stärker. Tretet mir gegenüber! Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber! Ich kann nicht mehr stärker werden, ich bin schon jetzt stark. Ihr seid es, der schwach ist, da ihr den Mörder in euch zerstört habt. Ich habe meinen gezähmt und verwende ihn so, wie ich es will. Der Gott ist tot, doch seine Macht wartet darauf, wieder gelenkt zu werden. Diese Aufgabe steht mir zu und alle anderen werden auf der Strecke bleiben. Kommt und tretet eurem Bruder gegenüber, tretet mir gegenüber, tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber, Angelo Tazok. Zeigt euch, damit wir das hier beenden können. Oi. Das wird, ja, ich werde wahrscheinlich nochmal neu laden müssen, weil wir uns erstmal Heilige. Ja, wir hätten da vielleicht nicht reintreten sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Fledermaus. Und wo ist Sarevok? Ja. Ach, Sarevok ist direkt hier. Okay. Gut, dann wissen wir schon mal, wie das hier abläuft. Ich wollte eigentlich gucken, weil ja hier noch Fallen waren. So, ich wollte die eigentlich nochmal entschärfen. So. Hier drüben war ja auch noch eine. Ah ja. Krieg ich die weg? Jawohl. So. So viel dazu. Mit Vergnügen! So, dann haben wir die schon mal präventiv entschärft. Was man ja bei Fallen machen sollte. Oder Bomben. Ich meine, sonst bringt das ja nicht mehr viel. So, ist da irgendwie nichts mehr hier? Nee, anscheinend nicht. Okay. Oh! So viel dazu. Anscheinend doch. Wo auch immer der jetzt herkommt. Das tut weh. So, hoffentlich kriegen wir den noch platt. Also gut,
aber nicht, weil ihr es befohlen. Ah, so. Au. So, sehen wir mal. Na schön. Ach, hier haben wir nochmal geheilt. Ja, ja, die heilen alle. Ich will mich nochmal ausruhen. Ihr könnt nicht rasten. Ah ja. Wir gehen nochmal kurz raus. So. Jetzt geht's mich was an, richtig? Okay, ich glaube, wir müssen uns einfach gleich mal vollpumpen. So, ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, dass Alora irgendwie direkt drauf geht. So, wie sieht's hier aus? Feuerpfeile. Bolzen. Machen wir mal so. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Vielleicht sollten wir auch nochmal die Tränke hier, Trank der Freiheit, vielleicht sollten wir die auch nochmal mitnehmen. So. In den Rucksack. Okay, okay, okay. Moment. So. Jetzt. Ups. Machen wir Folgendes. Und zwar schmeißen wir einmal die Tränke ein. Trank der Freiheit. Verteile ich hier nochmal. 2. 1. Ich glaube, sie kann den... Ach doch, sie kann den auch nehmen. Okay, den kann jeder nehmen. Wir haben ja noch den Trank der Klarheit. So, vor Schwachsinn, Verwirrung, Furcht und Bezauberung. Hat er quasi eine ähnliche Wirkung wie dieser andere Trank, nicht wahr? So. Okay, Handlungsfreiheit. Ja, ist ähnlich. Nicht genau das gleiche. So. Trank der Freiheit. Ich teile das jetzt hier irgendwie auf, wie ich das halbwegs sinnvoll finde. Klarheit. Schutz vor Schwachsinn, Verwirrung, Furcht und Bezauberung. 1 Stunde. Wie viel wirkt der andere? 10 Phasen. So, dann würde ich den nämlich mal Kalitier geben. Genau. So, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt werfen wir nämlich erstmal die Tränke ein, bevor ich hier wieder sonst was mache. Trank der Freiheit. Trank der Freiheit. So. Der Klarheit. Und hier. So. Genau. Moment mal, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich sollte nochmal... Wir machen das nochmal anders. So. Nicht wundern. Was ich denn jetzt schon wieder mache. Behälter öffnen. Okay. Ja, das ist schon so richtig aufgeteilt. Ich will hier nochmal kurz speichern. Ich werde das nämlich hier alles richtig angelegt haben. So, wir machen jetzt hier nochmal einen Speicherstand, bevor ich irgendwas eingenommen habe. Und jetzt werde ich die ganzen Sachen einnehmen und danach nochmal einen Schnellspeicher einlegen. So, das hier. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt abläuft hier im Kampf. Ich pumpe mich einfach voll mit allen möglichen. Ich gehe da kein Risiko ein. So, das haben wir schon mal. Als nächstes. Mein Regenerationstrank, der hält wie lange an? 3 Phasen lang. Okay. Weiß nicht, ob man den dann lieber später trinken sollte. Wirkungsdauer, die 15 Phasen beträgt. Das ist dann schon ein bisschen länger und der hält ja sowieso ein paar Stunden an hier. Frostriesenstärke. Schöpferkraft. Okay. Machen wir das mal so. Frostriesenstärke. Er ebenso. Und ich glaube, die können das ja sowieso nicht nehmen. Was hat er hier noch? Regenerationstrank. Ja, da müssen wir eben aufpassen. Die beiden. Trank der Lebenskraft. Okay, das hatte ich mir schon mal parat. Moment mal, ich will hier nochmal ein bisschen was aufteilen. So. Ja, sie kann ja sowieso kaum noch was tragen.
Ich gebe ihr nochmal einen Heiltrank hier. Ja, sie ist natürlich wieder überfüllt. So. Das geht, genau. Ja, und dann müssen wir eigentlich noch die Unverwundbarkeitstränke nehmen. Da haben wir dann quasi die besten Chancen. Moment mal, sie hat einen, er hat einen Unverwundbarkeitstrank. Hatte. Raffaela hatte die keinen. Okay, keine Ahnung. So. Genau, sie kann nämlich auch nochmal einen einnehmen. Moment, erstmal die einnehmen. Ja. So. Und er kann ja gleich auch nochmal zaubern. Das müssen wir auch noch machen. Alles nach dem anderen. So, Unverwundbarkeitstrank. Trinken. Trinken. Und trinken. So. Und er zaubert hier schon mal die Stärke. Natürlich von ihm und ihr. So, und von ihr. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Genau, die haben ja diese Frostriesenstärke genommen. Jetzt haben wir die Stärke schon mal ganz ordentlich erhöht. Also sollten wir damit unserer Kraft alleine einiges auswirken können. So, ja, das war dieser andere Trank hier. Schöpferkraft mit der Intelligenz und noch die Heilungselixiere. Okay. Und hier Trank der Macht. Trefferpunkte 20% erhöht, schneller. Ja, okay. Das können wir eigentlich auch noch machen. Trank der Macht nimmt er ein. Konzentrationstrank. Geschicklichkeit plus 3, Intelligenz plus 3. Das klingt auch gut. So. Ach ja, hat er nicht noch diese ganzen. Genau, die Heldentränke hat er ja auch noch. Konzentrationstrank. So. Muss mich hier ein bisschen ranhalten. Ich brauche schon so viel Zeit, um die ganzen Tränke alleine einzunehmen. So. Das geht auch. Und Khaled hat jetzt. Ja, das sieht ganz gut aus. So, und jetzt will ich noch. Warte, die Heldentränke machen was? Trefferpunkte, ja, das können wir eigentlich auch nochmal nehmen. So. Können das die anderen. Ich glaube, die beiden können das auch nehmen, ne? Brauche ich nochmal zwei von denen hier. So. Wir werden gleich kämpfen, keine Sorge. Ich brauche hier nur meine Zeit. Ihr wisst ja. Vorbereitung ist alles. Das hier trinken und das hier trinken. So. So. Eure Dienerin hat nichts Besseres zu tun. Sehen wir mal, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Ja, ich hoffe, das haut irgendwie hin. So, das waren jetzt die Tränke. Und die können jetzt nochmal die Schwerter hier nehmen. Und er hier. Keine Ahnung, macht halt seinen Rest. So, und natürlich hier noch. Moment. Spiegelbild. Und das hier. Ah, und bevor ich hier fertig bin, sind schon einige der Tränke abgelaufen. So. War das jetzt soweit alles? Also zumindest das Wichtigste war es. Wir legen jetzt mal los. Moment mal. Warum? Warum ist er so langsam? Also gut, aber nicht, weil ihr es befohlen habt. Moment mal, irgendwas. Also gut, aber nicht, weil ihr es befohlen habt. Was ist mit denen hier? Sofort erledigt, Chef. Ihr okay. Möchtet es ja geradezu genießen. Moment. Klappt das überhaupt? Nee. Also das mit der Hast hat nicht so richtig hingehauen. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen anderen Sachen. Würde ich mal schätzen. So, es muss eine andere Lösung geben. Okay, das kennen wir ja schon. Werden voll Blut sein, wenn ich meine Arbeit beendet habe.
Heilige. Vater war alles tot, doch mit dem Gemetzel, das ich inszenieren werde, werde ich beweisen, dass ich sein würdigster Nachfolger bin. Durch mich wird seine Macht aus der Asche auferstehen. Die Straßen werden voller Blut sein, wenn ich meine Arbeit beendet habe. Nachfolger, Gottheiten sind nicht dafür bekannt, freiwillig ihre Macht zu teilen. Nichts gebührt euch außer dem Tod, der euch durch meine Hände zuteil werden soll. Und was er nicht beweisen kann, dass ich diese Macht mehr verdiene? Tretet mir gegenüber! Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber! Ihr versucht, mein Schicksal einzunehmen? Da zeigt ihr wahrlich göttliche Arroganz. Ihr habt weder die Fähigkeit noch das Wissen, mir meine Zukunft zu stehlen. Sie wurde viele Jahre lang geformt, während ihr euch in einer dämlichen Bibliothek weggeschlossen hattet. In einfachen Kriegen werden unzählige Seen von Blut verspritzt und kein göttlicher Zorn heraufbeschworen. Nur durch meine Willenskraft werden die Schreie der Toten zu der Macht geformt, nach der ich strebe. Ihr könntet meine Rolle ebenso wenig annehmen, wie ich mich ihr verweigern könnte. Es ist jedoch nur angemessen, dass ihr es versucht und ein Zeugnis eurer Abstammung gebt. Tretet mir gegenüber. Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber. Gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir sollten nochmal angreifen. Ach, das ist noch nicht als, so. Hier jetzt. Oh je, ich bin gespannt. So, bisher sieht's noch ganz gut aus. Kalle hat ein bisschen Schaden genommen. Ja, wow, das war's mit ihr. So. Mal der Spaß. So. Mich was an, richtig? Ach ja, wegen dem Trank der Handlungsfreiheit, ne? Deswegen wirkt der Schnelligkeitstrank nicht mehr. Warte mal, sie kann hier nach hinten gehen. So. Gott, halten Sie nicht dafür bekannt, freiwillig ihre Macht zu teilen? Narren! Ich wünsche nicht, seine Macht wiederherzustellen, sondern nur, sie in mir auferstehen zu lassen. Mit dem göttlichen Blut, das durch diese Adern fließt, werde ich die Macht über das, was er so töricht verloren hat, an mich nehmen. Ich werde Baal sein. Das ist das einzig akzeptable Ergebnis. Uns bleibt lediglich, diese Sache so abzuschließen, wie es unserer Herkunft gebührt. Tretet mir gegenüber. Tretet mir nun Herrn des Todes gegenüber. So. Ja, wow. Ja, Raffaella hält hier nicht sonderlich viel aus, wie man sieht. Ja, ich glaube, da müssen wir eine andere Strategie entwickeln. Ich meine, jetzt habe ich mich ja hier schon vollgepumpt mit allem. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich hätte vielleicht diesen Trank der Handlungsfreiheit hätte ich einnehmen sollen, nachdem wir den Schnelligkeitszauber genommen haben. Ich glaube, ja. Ja, Leute, sorry. Ist schwierig, da immer alles so bei allem den Überblick zu behalten. So. Ja, so viel übrigens zum Tank der Unverwundbarkeit. So. Okay. Trank der Lebensuhr. Jetzt kann ich 700 Pfund tragen. Schön. So, das können wir mal einnehmen hier. Schöpferkraft, Regenerationstrank. Schmeiße ich meinetwegen auch nochmal ein. So. Das hier trinken wir. Okay. Immer zu euren Diensten. Ich glaube, wir müssen mal nur mit einer Person nach vorne gehen. Aber nicht, weil ihr es befohlen habt. Die anderen sollten sich hier irgendwie schon mal positionieren. Für die Gruppe. So. Wird sofort erledigt, Chef. Vielleicht lieber am Rand stehen wenn oder so. Besser geeignet ist. So. Wie ihr wünscht. Ja, ich glaube, Khaled, der sollte mal hier vortreten. In der Tat, die Straßen werden voll Blut. Tretet mir gegenüber. So. Ja, das. Khaled hängt fest. Nee, das war's mit Khaled. Verflucht nochmal. So, Semyai. Also ich glaube, bei denen wären wir ja schon fertig mit den beiden.
Ah, Angelo ist auch noch hier. Oh, verflucht nochmal. Wird sofort erledigt, Chef. So, ich trete nochmal mit ihm hier nach vorne. So, seid ihr verrückt? So. So, ja, Khaled hat zwar ganz gut ausgeteilt, aber... Das war's damit. Na toll. Ich würde ihr gerne helfen. Wow, beide gestorben. Ja, sie muss hier irgendwie ein bisschen außerhalb bleiben. Jetzt habe ich Angst um sie. In der Tat, so. Die Straßen werden voll Blut sein. Okay. Ich laufe jetzt nochmal weg. So. Also ein bisschen Schaden konnte Khaled hier schon mal austeilen an ihn, aber sehr lange halte ich hier nicht durch. So, Heiltränke haben wir zwar genug, aber ob die uns hier retten, ist die andere Sache. Hat sie über den Unverwundbarkeitstrank genommen? Das ist jetzt die richtige Frage. Ich meine, er hat ihn auf jeden Fall genommen. Ist halt nur bedingt hilfreich. Nein, jetzt. Ich will, dass sich Khaled hier verzieht. Ja, ganz große Klasse. Sie... Boah, das ist echt... Ey, boah. Das ist übel. Ich will mal, dass sie da alle rausgehen. Die sind alle in dieser Wolke hier drin. So, ich habe ja auch noch die ganzen Stäbe hier. Die sollten wir mal benutzen. Tatzok. Sarevok. Ja, das war's doch gleich mit meinem Magier. Der wird da nicht mehr viel rausholen können. So. Achso, nee, ich will nicht sie vorschicken. Sondern ihn hier. In der Tat, die Straßen werden. Tretet mir gegenüber! Okay. So, jetzt können wir hier mal gucken. So, wir haben hier noch einige Stäbe übrig. Und schon wieder. So schnell kann's gehen. So. Mal hier nach vorne. Ihr seid verrückt. Ja. Ja, das mit Khaled. Ja, das war's gleich mit Khaled. Wo mit Raffaella? Das ist ja übel. Nee, das war's mit Khaled. So. In der Tat, die Straßenwehr tretet mir gegenüber. So, der macht jetzt hier gleich wieder seinen Spaß. Was passiert eigentlich, wenn wir hier einfach abhauen? Oder können wir hier nicht mehr raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Hätte mich auch gewundert. So. Ich weiß es nicht, magische Geschosse. Ob die jetzt hier großartig Schaden bei dem machen? Oh, Raffaella, warum? Das haben wir ihm richtig gut Schaden gemacht, aber Raffaella musste natürlich direkt wieder dran glauben. So, machen wir das hier nochmal. So. Nochmal. Ja, ja. So.
Oh, verflucht, ey. So, Jahira ist jetzt irgendwie... Ja, ich würde ja gerne helfen. Kallet irgendwie... Sind die alle nicht mehr so dabei? Ja, also das wird auf jeden Fall schwierig, alle lebendig durchzukriegen. Ich meine, ihr seht ja, was hier abgeht. Ja, ja, die schreien alle. Ich raff ja selbst nicht, was hier so abgeht. So. Ja, ich meine, die ganzen Zaubergeschichten hier sind ja schön und gut. So. In der Tat, ihr die Straßen tretet mir gegenüber. Ja, also so. Ich würde mich ja gerne auf Sarah Bock konzentrieren. Und Raffaella ist direkt verreckt, ey. Was soll denn das mit dem Trank? Wenn du uns hier sowieso nichts bringt. Tja. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ich hab doch keine Ahnung. Einmal hier. Achso. So, ja, okay. Das war jetzt nicht ganz mein Plan. Einmal hier. Oh, dieser Kampf, ey, der wird einfach nur abartig. Ich weiß es doch jetzt schon. Ah, so. Okay, los ist los. In der Tat, tretet mir so, die sollen jetzt mal alle hier angreifen. Ich glaube, ich muss direkt mal ein paar Monstren holen. Das Problem ist halt, dass ich... Ja, das war Fehler, direkt wieder dran glauben muss. So, ein bisschen mehr Unterstützung gerne noch. Und Khaled geht schon direkt drauf. So. Heiltränke. Boah. Das war's mit Jahira. So. Was sieht's mit denen hier aus? Nee. Das war's mit Raffaella. Naja, wir haben ein paar Möglichkeiten haben wir noch. Wenn niemand so besser geeignet ist. In der Tat, die Straßen werden tätig. Ja, ja, ja. Ja, die müssen ja mal alle weg. So, sie stirbt hier wieder. Lass mich schnell. Boah, wie schnell die uns hier niedermetzeln. Das ist echt der Hammer. Tja, ich muss echt überlegen. Also Stärke und so weiter haben wir ja aufgepumpt. Charisma. Ansonsten... Puh. Ich hab noch so ein paar Ideen, aber... Wie ist denn das? Kann ich die eigentlich schon jetzt holen? Anscheinend schon. So, holen wir schon mal ein bisschen Unterstützung hier herbei. So. Und noch mehr. So, vielleicht können wir ihn erstmal ein bisschen hinhalten. Ich tue mein Bestes. Ja, indem die mal ein bisschen
Aber ich weiß nicht, ob wir uns erst um ihn kümmern sollen oder um die anderen. Kann ich euch ja, die Typen macht er schnell fertig. So. Was wird denn da beschworen? Kobold-Kommando. Okay. Hüpft hier herum. Ja, verflucht. Khaled ist schon wieder irgendwie verwirrt. Obwohl wir ja den wir haben ja den anderen Trank genommen, genau. Den Trank der Handlungsfreiheit hat er ja gar nicht genommen. Ja, ist bei ihm ein bisschen unpraktisch. So. Ja, können Sie hier mal weggehen? Ja, Khaled ist weg. Ohne ihn wird das sicher nichts. So. Der Magier ist gerade auch. Mit dem kann ich gerade nichts anfangen. Das war's mit ihr. Raphael ist auch fast tot. Also ein bisschen Schaden können wir auf jeden Fall schon anrichten, aber ich krieg's einfach nicht hin, ihn zu erledigen. Ja, das mit der fehlenden Schnelligkeit, das ist so ein bisschen ärgerlich. Vielleicht muss ich das doch nochmal neu verteilen. Bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, die Monster zur Ablenkung fand ich eigentlich schon ganz gut, ehrlich gesagt. So. So. Ich tue mein Bestes. In der Tat, ihr gehört zur Familie. Die Straßen werden. Tretet mir gegenüber! So, er soll direkt zurückkommen. Ja, die Monster sind zwar schön und gut, aber die retten uns ja auch nicht aus der Situation. Und, tja, keine Ahnung. Magische Geschosse. Ich weiß nicht mal, ob das an ihm Schaden anrichtet. Doch, Magie, das macht auch schon Schaden ein bisschen. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, versteht sich. Säurepfeil. Ja, ich schieße da mal irgendwo rein. Hey, Jemine. Also ein bisschen Schaden an ihm haben wir schon angerichtet. Oh, nee, wir verlieren so schnell Leben. Ja, das ist also die Sache. Er ist jetzt irgendwie auch verwirrt. Da reinschießen. Dass er noch ein paar Tränke nimmt. Und meine Kopfhörer. Das Problem hatten wir vor ein paar Aufnahmen. Die haben sich einfach mal wieder verabschiedet. Vielleicht kommen sie ja gleich wieder. So. So, der Bock ist noch da drüben. Kopfhörer sind mir nicht entgegenkommend. So. Das müsste doch eigentlich gehen hier. Einen Moment. Okay, wie machen wir das jetzt? Raphael ist schon wieder am Verrecken hier. Ah, Mann, das ist echt immer. Ich kann sie gerade auch nicht wegbewegen, weil sie irgendwie unter Furchtbaren Chaos, Stärke, Heldentum, Rinden, Haut, Handlungsfreiheit, Sehnrüstung und verwundbar. Ja, ihr seht, welche Effekte wir hier gerade haben. Aber so viel bringen die am Ende nicht. Also jetzt hat sie Stärke 23. Woran liegt denn das? Wahrscheinlich durch irgendwelche anderen Sachen noch Bonus dazukommen. Ja, jetzt ist er wieder gestorben. Ach, und die Kopfhörer sind wieder da. Ja, perfekt, danke. So. Was wollt ihr denn? Ich glaube, die Monster sind gar keine schlechte Idee. Also, ich meine, die Welt machen es auch nicht aus. Beim besten Willen nicht. So. Und hier nochmal und er geht dann mal nach drüben. In der Tat, die Straßen tretet mir gegen. Ja, danke. Nee, da will ich gar nicht erst rein. So. Ja.
Ja, Raffaella wird gleich wieder umgelegt. Jetzt zieh mal lieber bei der Schleuder. Oh Gott, was ist denn das jetzt wieder alles? Ich kann mich ja auch nicht wegbewegen. Also, wie ich hier alle lebendig halten soll, das ist mir ein echt verdammtes Rätsel. So. Ich weiß nicht wirklich, was hier abgeht. Ich höre nur Schmerzensschreie. Ah, Mann, ey, ja, das mit dem Schnelligkeitsbonus, das ist schon echt ein bisschen ärgerlich. Oh Mann, das wird echt ein Spaß. 20. Was soll denn der hier sein? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Und ich gebe Khaled dann nicht diesen komischen Trank der Klarheit, sondern so einen Trank hier. Ja, Moment mal, jetzt habe ich den natürlich nicht gerade optimal aufgeteilt. So, kann sie den trinken? Ja. Ja, der Trank der Unverwundbarkeit ist, ja, okay. Wird schon ein bisschen was ausmachen, will ich mal hoffen. Jetzt aber auch nicht die Welt. Regenerationstrank, Trank der Lebenskraft. Hier, Trank der Riesenfroststärke. Den können die mal direkt einnehmen. So, trinken. Genau. Wie lange hält das Ding hier an? Eine Stunde, ja. So, Trank der Freiheit. So, ups. Das sollen die jetzt erstmal einnehmen. Genau. Dann kann er schon mal die Stärke aufpumpen. So, und die nehmen jetzt... Ne, Trank der Freiheit nehmen wir später ein. Trank der Lebenskraft. Unverwundbarkeitstrank, genau. Der kommt jetzt dran. Trinken und trinken. Okay. So. Und er macht seine anderen Geschichten hier. Und das Schild hier. Rindenhaut. So. Und hier nochmal Spiegelbild. So. Das ist ganz gut. Und jetzt muss ich eben mal sehen. Regenerationstrank, ja, das können wir gleich noch einnehmen. Trank der Lebenskraft. Ups. Moment mal, sie hat... Ja, das kann eigentlich nicht schaden. Nehmen wir hier auch mal ein. Konzentrationstrank. Ja, den nehmen wir auch ein. Regenerationstrank. So. So. Einmal nehmen. Okay. Und... Danke, das hatte sie auch noch, genau. Und Trank der Lebenskraft, Moment, Konstitution, was haben da die anderen so? 17, ich glaube, ihr hätte ich das noch geben können, ne? Ja, 17, 17. Okay, das ist dann nicht allzu wild. So, damit. Sie erstmal eingenommen. So, aber Moment, hatte sie den jetzt schon eingenommen? Ja. Hatte sie nämlich schon. 2, 2. Ach, die Heldentrinke, ja, genau. Da nehme ich mir nochmal 2 raus. Einmal hier und hier. So, trinken. Trinken. Ist echt unglaublich, was ich hier alles in mich hineinkippe. Und trotzdem reicht's nicht. So. Okay. 21. Durch was hatte Khaled vorhin 23 Stärke? Trank der Freiheit, ey, ich weiß es auch nicht mehr genau.
Ach, vielleicht wegen... Mein Trank der Macht haben wir ja noch hier. Genau. Den nehmen wir auch nochmal an. So, den haben wir jetzt. Hm. Okay. Trank der Schöpferkraft. Um 4 auf maximal 25 Punkte. Ja, weil das jetzt hier so viel bringt. Das nehmen wir nochmal ein. So, Regenerationstrank. So. Okay. Und jetzt nehmen wir erstmal Hast ein, genau. Und wenn ich jetzt den Trank der Handlungsfreiheit nehme, wirkt dann Hast noch? Das wäre jetzt meine Frage. Trank der Freiheit. 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 Und das war's. Okay. Ja. Wir sind noch alle schnell. Das war das Ziel. Okay. Und er beschwört jetzt nochmal, keine Ahnung, hier einfach mal ein paar Monster herbei. Ich tue mein Bestes. In der Tat, die Straßen so. Werden voll betretet mir gegenüber. Er geht hier hin. Oh ja. Das wird ein echter Spaß. So. Hier nochmal ein paar. Verflucht nochmal. So. Ja, die kriegen jetzt wieder einen üblen Schaden hier ab. So. Hab ich. Den habe ich nie getötet. Und, so gut wie erledigt. Ach, da ist er. Ich glaube, die beiden habe ich einfach so getötet. Das ging schnell. Erstaunlich schnell. Jetzt muss ich erstmal. Moment mal, Raffaella ist, glaube ich, noch hier hinten. Die sind jetzt alle ziemlich angeschlagen hier. Ja, das ist echt nicht mehr so gut. So. Boah, das ist jetzt wieder. Werde ich sterben, so gut wie erledigt. Alle raus hier. Ah, da ist noch einer. Tatzok ist noch hier. So. Ah, die beiden hier sehen nicht mehr so gut aus. Also, Problem her, mal nicht. Was ist mit ihm los? Ah, es ist sie gestorben. Also die ersten beiden hier, die sind mir richtig schnell jetzt losgeworden. Ich würde das gerne nochmal probieren gleich. So. Ja, das war's jetzt auch hiermit. Ja, also mit ein bisschen Glück könnten wir den jetzt noch fertig machen. Wäre mir natürlich lieber, wenn wir noch ein paar mehr durchkriegen. So. Keine Ahnung, was Raffaella macht. So, schwer verletzt, schwer verletzt. Ja, ja. Ich will es gerne nochmal probieren. So, ich erstmal ein paar beschwören. Hier nochmal. Hier nochmal. Und er geht schon hier nach drüben. So. Okay, gucken wir mal. Ja, Khaled kriegt jetzt richtig einen aufs Maul. So, das war's mit ihm. Also manchmal ist das echt Glückssache. Dass die Gegner einfach in der richtigen Position sind. Und eben auch keine guten Treffer hinlegen und so weiter. So. Und hier nochmal. Okay.
habt ihr getretet mir gegenüber. So. Weiß nicht, was für ein Zauber die hier wirken. Notfall ausgelöst. Okay. Lass mich hier drauf. So, ich glaube, das ist ganz gut. So. Das war's mit ihm. Es kann sein, dass wir Sarah Bock jetzt gar nicht angelockt haben. Das wäre optimal. Jetzt geht's mich was an, richtig? Weil ich dann hier nochmal speichern. Wir machen ja. Kann ich jetzt speichern? Nee, ich kann hier gar nicht speichern. So. So. Jetzt können wir speichern. Okay, wir machen einen ganz neuen. So. Einfach mal. Ende. Speichern. So, dann sind wir nämlich schon mal die beiden hier losgeworden. Und, genau. Ja, das hat jetzt gut geklappt. So, jetzt ist er noch hier, unser einer Kollege. Jetzt können wir uns nämlich auf die beiden hier konzentrieren. Ja. Khaled. Okay, Khaled muss mal kurz hier weg. Heiltränke einzunehmen. So. Los aufpassen. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Jetzt drauf. Ja, ja, ist schon gut, Jaira. Soll sich nochmal vom Acker machen, bevor die jetzt hier auch nochmal drauf geht. Oh. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Held von Baldurs Tor. Baldurs Tor. Ja. Da bin ich wohl im Abspann gelandet. Hochauflösend, wie ich sehe. Baldurs Gate. Ja, damals publiziert von Black Isle Studios und entwickelt von BioWare. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da haben wir wohl tatsächlich Baldurs Gate durchgespielt. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zusehen. Das waren jetzt über 75 Stunden. Also schon ein kleines Stück. Ich glaube nur die beiden Fallout 3 und New Vegas. Nur für die habe ich noch mehr Zeit gebraucht.
Aber das war jetzt schon ein ganz schönes Stück. Okay, ein paar Häuschen hier am rechten Rand. Interessant. Ich nehme an, also das hier sind dann noch die ursprünglichen, der ursprüngliche Abspann aus den 90ern. Ja. BioWare. Genau, denn wie gesagt, wir haben ja die Enhanced Edition gespielt, die ja dann 2012 rauskam. Von Overhaul Games, die zu Beamdog gehören. Die haben das dann eben nochmal überarbeitet und von Atari wurde es publiziert. Interessant. Und das war's dann wohl mit Baldur's Tor. Ich bin fast ein wenig traurig. Wobei wir jetzt schon sehr viel Zeit hier reingesteckt haben. Und ich meine, es gibt ja noch weitere Baldur's Tor-Teile. Und zwar, naja klar, Baldur's Tor 2, der ja damals nach Baldur's Gate erschienen ist. Aber es gibt ja noch einen weiteren Ableger, der quasi zwischen Baldur's Tor 1 und 2 spielt. Siege of Dragonsphere. Interessant. Tja, hat es aber ganz schön lange gedauert, ne? Bis wir dann quasi herausgefunden haben, dass Sarovok hinter dem Ganzen steckt. Und natürlich jetzt nochmal die Auflösung am Ende, dass wir, naja, auch von einem Gott quasi abstammen, vom Gott des Todes. Und die, naja, das eben der Hauptcharakter, den wir spielen, in dem Fall haben wir eine Frau gespielt, dass sie dann quasi die Halbschwester ist von Sarovok. Sehr schön. Genau, und ich kann jetzt hier nochmal nachsehen, wir haben auch schon, genau, Errungenschaften. Kann ich mal kurz nachsehen. Wir haben 31 von 129 Errungenschaften freigeschaltet. 24%. Immerhin, also da fehlen schon noch einige. Okay. Und wir haben anscheinend Heroic Reputation, also eine heroische Reputation, erhalten, aber auch eine böse Reputation erhalten. Wir hatten wohl beides. Okay, interessant. Wir haben über 1000 Gegner getötet. Also ich sehe hier nur, bei 1000 Gegnern erhält man eine Errungenschaft. Also es müssen jetzt schon deutlich über 1000 sein. Das war nämlich schon einige Zeit her, seitdem wir das erhalten haben. Ich sehe gerade nochmal durch, dass ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann. Ich meine, den Abspann lassen wir natürlich durchlaufen. Versteht sich natürlich. Ich meine, jetzt habe ich über 75 Stunden hier verbracht. Da können wir uns ja mal ansehen, wer hier alles mitgewirkt hat. So. Baldur's Gate was developed using the BioWare Infinity Engine. Ja genau, die wurde ja dann überarbeitet. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.